Hallo an das Kollektiv der Widder, hier ist Julia Aurelia, jetzt mit deiner Legung zum Thema Dein Seelenpartner und Du im Oktober. Wir schauen uns das Ganze mal an und zwar unter dem oder mit dem keltischen Kreuz, das Ganze hier mit dem Seelenreise-Tarot. Das verlinke ich dir auch einmal unter dieses Video. Außerdem siehst du bereits, rausgefallene Karten nehme ich heute nicht, das einmal vorweg. Ich nutze zusätzlich später nochmal von dem Kyle Gray Energieportale Aktivierungskarten eine Karte und auch noch das Golden Art Nouveau Tarot. Das kennt ihr, das war eine ganze Zeit lang mein Standard hier auf dem Kanal, bis dann mein eigenes Deck hier endlich kam und ich jetzt mit meinem Seelenreise-Tarot in die Legung gehen kann, worauf ich lange, lange gewartet habe. Also, Widder, Sonne, Mond, Venus oder Aszendent, du bist hier jetzt richtig, wenn eines dieser Zeichen oder wenn der Löwe eben in einem dieser Planeten ist. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Was sind die Energien im Kollektiv der Seelenpaare? Oh, guck mal, da sehen wir ein bisschen Konflikt hier, ne? Also doppelter Konflikt gefühlt. Zum einen innere Konflikte, äußere Konflikte. Ich habe das Gefühl, hier sind zwei Menschen in einem Konflikt, in einem Streit miteinander und irgendjemand ist auf Abwehrhaltung, lässt nicht wirklich mit sich reden. Gefühlt möchte jeder gehört werden, jeder möchte gesehen werden, jeder möchte verstanden werden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, aktuell ist die Energie eher so, ja, jeder kloppt da in Anführungsstrichen so ein bisschen aufeinander ein. Aber ich habe das Gefühl, aktuell gibt es hier keine Lösung innerhalb dieser Konflikte. Lass uns mal schauen, worum geht es denn mit diesen Konflikten hier? Kriegen wir bitte mehr Informationen zu den Konflikten, zu der Abwehrhaltung? Was haben wir hier? Moment, so, einmal. Na, gefühlt geht es hier um die Wahrheit oder auch um Klarheit grundsätzlich. Aber gefühlt ist es so, die Wahrheit bringt natürlich dann auch Klarheit. Ich habe das Gefühl, jeder möchte seine Wahrheit hier kommunizieren und sagen, aber so ist es für mich, so ist es für mich. Ich habe aber das Gefühl, ihr kommt gerade nicht auf einen Nenner. Gegebenenfalls kann es sein, wir schauen mal, wie die Karten jetzt fallen hier in der Gesamtlegung, dass du versuchst, die Wahrheit herauszufinden oder jemand versucht, die Wahrheit herauszufinden in einer Angelegenheit, in einer Situation. Und die andere Person ist aber gefühlt auf Abwehrhaltung oder Verteidigungshaltung und sagt, nee, so war das aber nicht, so ist es nicht, das stimmt ja gar nicht. Und dann natürlich hier dieser Konflikt, der damit einhergeht. Wir haben am unteren Kartenrand die neun der Kelche, grundsätzlich erstmal eine Karte, die was mit einer Wunscherfüllung zu tun hat. Lass uns mal schauen, wie sich das weitergestaltet. Also ja, hier, gucke mal. Gerade wird wirklich, das ist ganz, ganz spannend, weil wir die Energien gerade schon einmal im Prinzip genannt haben mit dem, was gerade beim Vormischen passiert ist. Denn wir haben hier die Gerechtigkeit und mit der Gerechtigkeit habe ich also das Gefühl, die Energie gerade zwischen dir und deinem Seelenpartner, da geht es darum, die Wahrheit herauszufinden und gerade Dinge abzuwägen oder etwas ganz klar sehen zu können. Es geht auch um das Thema Entscheidung, definitiv. Und mit dieser Karte geht es um Entscheidungen, die sehr signifikant sind, die langfristige Konsequenzen haben. Das kann immer auch eine Karma-Karte sein. Also es kann sein, dass Karma hier in eurer Angelegenheit auch eine Rolle spielt. Karmische Konflikte. Aktuell muss ich sagen, ich habe das Gefühl, ihr kommt gerade nicht so wirklich zusammen. Ihr findet gerade keinen gemeinsamen Nenner. Die Frage ist natürlich, was ist da vorgefallen? Was ist die Grundsituation, in der ihr jetzt am Abwägen seid und am Schauen seid, okay, was ist denn die Wahrheit? Klarheit herausfinden. Vielleicht kriegen wir gleich noch ein paar mehr Informationen dazu. Die Herausforderung ist der Stillstand, der Gehängte. Also zum einen sagt der Gehängte natürlich, ne, der hängt da, das heißt, da ist jetzt nicht so wirklich die Bewegung nach vorne, sondern die Person hat sich erstmal in die Bäume gehangen hier, um Antworten zu finden. Auch das ist definitiv eine Bedeutung dieser Karte, aber erstmal habe ich das Gefühl, die Problematik ist hier, man steckt fest. Es bewegt sich nichts weiter. Man ist zwar auf der Suche nach Antworten, man ist auf der Suche nach Lösungen, aber man steckt da fest, die werden gefühlt jetzt im Oktober aktuell gerade nicht gefunden oder wenn es nicht blockiert ist, dann würde ich sagen, zumindest ist es sehr herausfordernd an diese
Informationen zu kommen oder die Wahrheit zu sehen, hier einen Moment der Erkenntnis zu haben. Worauf bist du fokussiert? Guck mal, da haben wir das Schiffchen, das kleine Schiffchen, was so in den Wellen hier sagt, nee, das ist mir zu stürmisch, da möchte ich doch lieber ans andere Ufer, denn da geht die Sonne auf und da sehen wir auch, da ist das Wasser ganz ruhig. Ja, ich habe das Gefühl, du möchtest eigentlich etwas hinter dir lassen, du möchtest die Konflikte hinter dir lassen, du möchtest endlich rein in eine ruhigere Zukunft. Ich habe auch das Gefühl, mir wird gesagt, eine schönere Zukunft. Also grundsätzlich, dass die Sechs der Schwerter hier, da lässt man immer wirklich etwas hinter sich, was sehr, sehr schwer war, weil man eben echt sagt, hey, ich kann das nicht mehr, das ist zu anstrengend, das macht mich kaputt. Und du bist gefühlt hier darauf fokussiert, etwas wirklich hinter dir zu lassen, um endlich mehr Frieden, mehr Ruhe, mehr Schönheit, mehr Harmonie zu leben. Es kann sein, dass du gerade auch dabei bist, gedanklich etwas loszulassen. Klar, wir haben hier die Schwerter. Schwerter sind Gedanken, also gedankliches Loslassen hier einer Situation. Das ist vielleicht etwas, was du ebenfalls gerade so im Kopf hast. Außerdem könnte natürlich die Sechs der Schwerter auch immer für eine Reise oder einen Umzug, das war zu schnell, für eine Reise oder einen Umzug sprechen. Auch das wäre möglich und vielleicht überlegst du da quasi, also gerade, oder das ist ein Thema hier. Wir sehen aber emotional gesehen, also die Person ist dir definitiv sehr viel wert. Hier ist sehr viel, ich würde sagen, sehr viel Stabilität und Sicherheit. Das kann natürlich sein, dass du mit deinem Seelenpartner einer festen Beziehung bist, dass ihr eine Familie habt, gemeinsam zusammen wohnt. Die 10 der Münzen ist im Prinzip die Erfüllung in der materiellen Welt. Und das ist etwas, was sich nicht nur von heute auf morgen, sag ich mal, so zeigt. Das ist etwas emotional gesehen, das hat man sich lange erarbeitet. Ich habe also immer, wenn ich die 10 der Münzen sehe, habe ich das Gefühl, das ist hier etwas Emotionales, das hat man sich lange erarbeitet. Ich habe das Gefühl, eine Langzeitpartnerschaft, eine Langzeitbeziehung könnte hier liegen. Ja, aber ihr habt gerade gefühlt oder eine Langzeitverbindung. Man ist schon lange irgendwie miteinander, hat zu tun hier. Also nicht nur irgendwas, was jetzt gerade so plötzlich passiert ist, huch, gestern Seelenpartner kennengelernt und schon heute Probleme, sondern nee, das ist schon eine längere Geschichte hier. Gegebenenfalls mit Familie oder zusammenwohnen oder sowas. Ich habe auch das Gefühl, dass grundsätzlich dein Seelenpartner dir natürlich sehr viel wert ist. Klar, logisch, sollte ja auch so sein. Lass uns mal schauen, was in der Vergangenheit. Ja, guck mal, da sehen wir was in der Vergangenheit passiert ist. Da sehen wir schon wieder diese Konflikte, die wir gerade gesehen haben. Es kann sein für den einen oder anderen hier, lass mich mal schauen. Ja, ich kriege immer den Rand hier nicht hin. Ich muss gleich mal so. Ich glaube, ich brauche mal ein Setup, das einfach so steht, wo ich dann nicht immer hier sehe, dass plötzlich die Karten nicht ganz drauf sind oder so. Ja, wir sehen die Konflikte wieder in der Vergangenheit, ne? Die 5 der Stäbe. 5 der Stäbe ist aber auch Anstrengungen. Was ich hier wahrnehme, sind Anstrengungen innerhalb der Seelenpartnerschaft, wo ihr versucht habt, an etwas zu arbeiten, etwas aufzubauen, etwas zu verbessern, etwas zu optimieren, etwas erfolgreich zu machen. Und ich habe aber das Gefühl, das kam in der Vergangenheit sehr viel mit Konflikten, das kam mit sehr viel Anstrengungen zusätzlich zu der Thematik, dass es vielleicht manchmal so ist, dass ihr beide sehr hitzig seid oder sehr dickköpfig auf die eine oder andere Art und Weise. Es ist eigentlich nicht dickköpfig, nee. Das ist diese Energie von, aber hier, das ist, ich möchte gehört werden, ich möchte meine Meinung sagen. Und dann sagt die andere Person, und das ist meine Meinung. Und dann stehen so zwei Meinungen, sage ich mal, gegeneinander. Und es ist so, da ist nicht das, da fehlt das Wasserelement, da fehlt das Verständnis. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass eure Meinungen manchmal vielleicht zusammen clashen hier, dass ihr unterschiedliche Ansichten habt, unterschiedliche Meinungen. Ja, genau. Also, lass uns mal weitergehen und zwar jetzt in die nahe Zukunft. Da sehen wir tatsächlich das Schicksalsrad und wir sind alle Teil des Schicksalsrades. Weshalb ich mich tatsächlich hier entschieden habe, auch eine Frau mit reinzumachen in das Schicksalsrad, weil wir alle Teil eben sind des Rad des Lebens. Und mal geht's hoch, mal geht's runter. Und was ich hier aber wahrnehme, ne, das sind die Wellen des Lebens im Prinzip, was ich hier aber wahrnehme, weil wir gerade hier diese Stagnation haben, dass hier etwas passiert, was eine Veränderung bringt, was wieder Bewegung bringt in die Angelegenheit.
Das heißt, es kann zum Beispiel hier sein, zum einen, ja, vielleicht wird hier umgezogen und das ist eine große, genau, wird hier umgezogen. Vielleicht ist ein Umzug eine Reise etwas, was hier etwas in Bewegung bringt und zu einer Veränderung führt. Vielleicht findest du hier dann in der nahen Zukunft die Information, die Wahrheit, die Situation wurde jetzt eingeschätzt und bewertet. Die Erkenntnis ist gekommen und dadurch bewegt sich hier wieder etwas weiter. Ich sehe dadurch das Schicksalsrad als sehr, sehr positive Karte hier für euch, dass wo auch immer ihr gerade hier mit zu kämpfen habt, was auch so anstrengend ist, es bewegt sich sehr, wahrscheinlich sehr bald hier schon weiter. Deine Energie ist, du bist offen für Neues hier. Also, wir haben hier die drei der Stäbe. Da siehst du die Perspektive von auf dem Schiff drauf sein, neue Erfahrungen sammeln. Ne? Auf der klassischen Karte sieht man in der Regel eine Person, die quasi auf die Schiffe schaut, wie sie rein und raus gehen und wo dann immer die Frage ist, okay, kommt das Schiff zurück oder ist das Schiff etwas, was jetzt wegfährt? Und das ist aber eine Karte, die sehr für persönliches, also für Wachstum generell steht, auch für persönliches Wachstum, weshalb ich mich hier entschieden habe, die Person eben auf das Schiff zu setzen, weil es jetzt für dich A darum gehen kann, hinaus in die Welt, Reise, Umzug, macht wieder sehr viel Sinn hier, neue Erfahrungen, die den Horizont erweitern. Vielleicht bist du auch gerade dabei, eine Ausbildung, ein Training zu machen. Du machst irgendeinen Kurs, du liest dich gerade in ein Thema rein, du hast ein neues Hobby und da geht es jetzt für dich weiter. Und das ist jetzt deine Energie, wo du sagst, boah, cool, da stürze ich mich jetzt gerade rein. Das macht mir total Spaß, Freude, das begeistert mich. Das könnte eine Sache sein hier. Oder du kommst gerade von einer Reise zurück und sagst, hey, ja, ich bin jetzt fertig mit der Ausbildung, ich bin jetzt fertig mit dem, dem, dem. Und das bedeutet, dass du schon bald das erreicht hast, einen Meilenstein erreicht hast, auf den du lange hingearbeitet hast. Ja, also mit dieser Karte ist immer die Frage, gehst du gerade raus und machst neue Erfahrungen, bist viel unterwegs, bist viel am Reisen oder bist du jemand, der jetzt sagt, okay, und jetzt komme ich mit diesen ganzen Erfahrungen, mit der Ausbildung, dem Kurs, dem Wissen, komme ich jetzt zurück und integriere das und habe dadurch erstmal mit dem Zurückkommen quasi einen Meilenstein erreicht, wo ich jetzt das Gelernte, das Wissen integrieren kann. Die Person, mit der du es zu tun hast, ist spannenderweise, ihr seid recht ähnlich da in der Energie. Aufgrund dessen, dass ihr euch beide mit, sorry, dim, 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 es ist noch früh am Morgen hier. Ich weiß, die Legungen kommen immer erst später online, weil ich ein paar Legungen quasi immer am Stück mache und dann auf mein langsames Internet hier vertrauen muss, dass es alles noch so schnell es geht hochlädt. Aber ja, früher morgen hier. Also, wir haben hier beides Stabenergie. Bei dem Energiefeld der Person, mit der du es zu tun hast, sehen wir auch eine Entscheidung, was ganz spannend ist. Weil, gucke mal, dun, 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 Hauptenergie aktuell. So kann es sein, dass deine Person jetzt gerade wirklich entscheidet. Eine, auch hier wieder, für mich ist die zwei der Stäbe immer eine signifikante Entscheidung, auch eine Weggabelung, wo man jetzt sagt, okay, gehe ich links lang oder rechts lang? Welche der beiden Mappen, die hier drauf sind oder Karten, begehe ich jetzt? Ne? Das ist eine Neuausrichtung, kann das sein. Dir liegt im Prinzip jetzt hier die Welt offen. Und die Frage ist ja, wo gehe ich denn jetzt hin, links oder rechts lang? Ne? Das heißt, auch deine Person, mit der du es hier zu tun hast, steht vor der Entscheidung, wie es jetzt in der Zukunft weitergehen soll. Vielleicht hat auch die Entscheidung hier signifikant etwas mit euch beiden zu tun. Das muss jetzt nicht nur zwingend was sein, was die Person hier mit sich selber hat, sondern auch eben, was hier euch beide betrifft, weil wir die auch hier schon haben. Also vielleicht steht hier für euch eine signifikante ich hoffe nicht Scheidung, aber ich hoffe Entscheidung an. Gefühlt aber ist deine Person gerade sehr auch fokussiert auf die Zukunft. Also wie soll es jetzt weitergehen grundsätzlich mit der Partnerschaft, mit mir selbst? Diese ganzen Thematiken nehme ich gerade sehr stark wahr hier im Energiefeld deiner Person. Deine Hoffnungen und Ängste, ja, deine Hoffnung ist die Hoffnung, ne? Du hast hier die Hoffnung auf Heilung, du hoffst hier auf vielleicht, du hoffst vielleicht selber hier auf dem richtigen Weg zu sein in dieser Angelegenheit. Der Stern, ich liebe diese Karte. Eine der schönsten Karten, auch bedeutungsmäßig hier, weil die Karte sagt im Prinzip, das ist die neue Hoffnung, die Einkehr erhält. Nachdem etwas sich vielleicht anders entwickelt hat als erhofft oder nachdem etwas weggefallen ist oder was Unerwartetes passiert ist oder ein Zusammenbruch, ein Durchbruch gegebenenfalls auch. Aber der Stern ist wirklich diese Karte von, okay, und jetzt
habe ich wieder neue Hoffnung für die Zukunft. Jetzt weiß ich, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Jetzt habe ich die Möglichkeit, hier zur Ruhe zu kommen und von etwas zu heilen. Und das sind alles die Thematiken gefühlt, die hier in deinen Hoffnungen sind. Also du hast die Hoffnung in der Hoffnung, aber vor allem die Hoffnung auf Heilung und die Hoffnung auf Erfolg in der Zukunft. Gegebenenfalls auch das Thema Wunscherfüllung hier. Die Sache ist die, was ist eure Wunscherfüllung? Ne? Das wäre jetzt natürlich nochmal die, oder was ist deine Wunscherfüllung hier? Weil wir das zweimal hier haben am unteren Kartenrand. Dann lass uns nochmal schauen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Und da ist sie. Die Klarheit kommt. Also echt ziemlich gut hier, dass wir das jetzt nochmal hier sehen dürfen tatsächlich. Denn wir haben hier die Klarheit. Das heißt, die Wahrheit der Situation liegt damit am Ende dieser Entwicklung auch nochmal. Ich habe das Gefühl, dass es so, dass nochmal was anderes hier auch liegt, das, was wir hier sehen. Oder es sei denn, es kommt eine andere Veränderung und diese Veränderung könnte helfen, dann hier etwas klarer zu sehen, weil diese Karte unmittelbar etwas miteinander zu tun haben. Nahe Zukunft, Entwicklung der Situation. Das heißt, es entwickelt sich dahin, dass nochmal ein Durchbruch hier auch kommt. Wir sehen es hier so schön mit dem Schwert, was durch die Wolken, also die Unklarheit, den Nebel quasi durchbricht. Die Sonne scheint durch, die Sonne gibt Wärme, gibt Klarheit über eine Angelegenheit, über eine Situation. Und dadurch hat man die Möglichkeit, vielleicht eine starke Entscheidung zu treffen. Definitiv eine Erfolgskarte hier. Der Weg ist, ja, Julia wieder, der Weg ist frei. Wir machen den Weg frei. Ach Gott, man ist einfach so geprägt, ne? Wenigstens ist man schon bewusst damit. Ja, vielleicht gibt es eine andere signifikante Kehrtwendung hier. Wollen wir das nochmal ein bisschen anders deuten auch? Also es kann sein, dass hier natürlich das, was ich gerade gesagt habe, ne, dass die Erkenntnis kommt und das zu einer Veränderung führt. Oder vielleicht gibt es hier auch eine Kehrtwende in einer Situation, welche dann später im Anschluss hier zu der erhofften, gefühlt Lösung führt. Also die Lösung liegt hier, die Klarheit, die Wahrheit liegt hier und wirklich ein Erfolgserlebnis bezogen auf diese Situation. Das, wo auch immer du oder ihr gerade feststeckt, wird sich lösen hier im Verlaufe der Situation. Ja, soweit, so gut. Ich würde sagen, wir schauen doch jetzt mal, wie dein Seelenpartner die Situation so einschätzt, beurteilt. Was dein Seelenpartner über dich denkt, für dich fühlt, was die wahren Absichten sind. Wir schauen die größte Herausforderung und Blockade in dem Energiefeld deines Seelenpartners an. Wie sich die Situation weiterentwickelt, gehen wir auch nochmal weiter darauf ein und nochmal einen Tipp für dich. Wenn du also mit dieser Legung bereits resonierst, dann schau doch einmal unter dieses Video in die Infobox. Dort findest du den Link zu Vimeo und Patreon. Dort kannst du den zweiten Teil anschauen, die Erweiterung. Und auf Patreon hast du die Möglichkeit, die Mitgliedschaft zu erwerben, wo dir immer alle Legungen freigeschaltet werden. Und auf Vimeo hast du die Möglichkeit, das Einzelvideo dir ja, freizuschalten und tatsächlich auch runterzuladen, falls gewünscht. Ich sage danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ich gehe jetzt in deine Erweiterung. Also bis gleich.